السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، die letzten drei Male haben wir erläutert, was Iman ist, und mit der Erläuterung der ersten Säule des Imans, Iman an Allah, und der zweiten Iman an Engel, erläutern wir, sowie die dritte, Iman an Kutub, an Bücher. Heute erläutern wir eine weitere sehr schöne, die vierte Säule des Imans. Also Iman an Rusul, Iman an Propheten und Gesandten. Hier geht es um den Iman an seine Gesandten, von denen Allah zahlreiche an die Menschheit sandte, um sie recht zu leiten. Namentlich sind uns 25 von ihnen aus dem Koran bekannt. Der letzte von ihnen ist Muhammad, dessen Botschaft die letzte an die Menschheit ist. Ich würde sagen, ich erläutere zuerst den Unterschied zwischen den Rusul und Anbiya, also Gesandte und Propheten. Was ist der Unterschied? Es gibt viele ausführliche Ansichten darüber. Allgemein gesehen, also kurz gefasst, kann man sagen, dass ein Rasul, ein Gesandter, ein Mensch ist, der von Allah mit einer neuen Gesetzgebung entsandt wurde. Er empfängt Offenbarungen, welche er verkündet, wie Ibrahim, also Abraham, Noah, Musa, Isa, Jesus und Muhammad, Allahs Segen und Frieden auf ihnen allen. Diese fünf Gesandten, die wir soeben erwähnt haben, die Gesandten Allahs, werden auch die Ulul Azm, die Entschlossenheit besaßen, die Standhaften genannt, deren Rolle im Koran und in der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam besonders hervorgehoben wird. Viele Christen und Juden wissen nicht, also es ist ihnen nicht bewusst, welch eine höhere Stellung Moses und Jesus im Islam genießen, aber eine richtige Stellung, ohne zu übertreiben. Ein Rasul ist gleichzeitig auch ein Nabi, also auch ein Prophet. Jedoch gilt das nicht für den umgekehrten Fall. Was ist ein Nabi? Was ist ein Prophet? Ein Prophet ist ein Mensch, der von Allah subhanahu wa ta'ala beauftragt wurde, eine bereits vorangegangene, entsandte Botschaft weiter zu verkünden. Also keine von Allah neue Botschaft, so wie es bei Idris und den Propheten der Juden, welche Moses folgten, also der Fall war. Allah ließ seinen Gesandten und Propheten zahlreiche Wunder zuteil werden. Noah mit der Sintflut und seiner Arche, Moses mit seinem Stab und viele andere Wunder, die er Pharao gegenüber erbrachte. Auch Jesus, a.s., welcher mit der Erlaubnis Allahs einige Tote lebendig machte und einige Kranke heilte und selbst durch ein Wunder zur Welt gekommen ist, nämlich ohne Vater gezeugt worden zu sein. Und auch die Wunder des letzten Gesandten Allahs, Muhammad, die mehr als 1200 an der Zahl sind. Wobei das wichtigste, größte und ewige Wunder der edle Koran ist, der edle Koran darstellt. Die besten Menschen sind die Rusul. Nach ihnen die Anbiya und dann die Awliya. Doch wer sind die Awliya? Awliya sind nicht die selbsternannten Sektenführer, von denen wir ab und zu mal hören, die wie die Priester sich als Stellvertreter Allahs sehen und andere, die Sünden der anderen vergeben wollen oder ihre Bilder verteilen, damit ihre Anhänger an sie hängen. Dass sie einfach sozusagen an andere Leute hängen oder andere Dummheiten machen, die normalerweise eigentlich, also Islam davon unschuldig ist. Und als Mittel, sie machen es also als Mittel. Imam Shafi'i sagt, er wüsste nicht, wer die Awliya sonst sein könnten, außer die Ulama. Trotz unzähliger Veränderungen ist in den Evangelien und der Tora die Tatsache vorhanden, dass alle Gesandten und Propheten von Adam über Noah, Abraham und Moses bis zu Jesus alle die gleiche Botschaft verkündeten.
dass es nur einen einzigen Gott gibt, der Herr aller Dinge. Im Koran berichtete Allah, dass es eine höhere Anzahl von Gesandten und Propheten gab, deren genaue Zahl und Namen jedoch nur er subhanahu wa ta'ala kennt. Alle besaßen den vorzüglichsten Charakter, waren die besten Menschen. Jesus wird im Islam als wertvoller und edler Prophet und Gesandter erwähnt und seine Mutter Maria als aufrichtige und rechtschaffene Frau. Er gehört zu den fünf Ulul Azm, die Entschlossenheit, von den standhaften Gesandten. In der Zeit zwischen dem Erscheinen Isa, Jesus, und dem Erscheinen des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamen weder andere Propheten noch Gesandte. Also zwischen ihnen ist niemand gekommen. Muhammad stellt das Siegel des Prophetentums dar und war somit der letzte Gesandte und Prophet, und der Koran, das letzte Buch an die Menschheit, die letzte Botschaft Allah subhanahu wa ta'ala an die Menschheit. Bis zum Tag der Auferstehung wird es so bleiben. Die Botschaft und der Kern des Auftrags aller Gesandten und Propheten von Adam bis Muhammad drehten sich um einen zentralen Punkt: Allah alleine zu dienen und nichts und niemanden außer ihm zu dienen. So ist es ein Muslim, also ein Allah-Ergebener, der sich seinen Befehlen unterwirft und die Menschen als Menschen sieht und die niemanden verherrlichen. Jedoch weiß ein Muslim, welche Stellung die Gesandten und Propheten haben. Sie respektieren die Gelehrten, ohne sie zu vergöttlichen. Ein Muslim, eine Muslima wird erst recht nicht einen Menschen, egal wie rechtschaffen er sein mag, die Eigenschaften Allahs geben. Es lohnt sich, die Aufgaben der Gesandten und Propheten im Koran aufmerksam zu lesen. Also in Sura, zum Beispiel in Sura 4, Vers 150 bis 152, wird beispielsweise das Urteil klar: Wenn jemand nur an einige Gesandte und Propheten glaubt und an andere nicht. Allah sagt: Diejenigen, die Allah und seine Gesandten verleugnen und zwischen dem Iman an, also dem Glaube an Allah und seinen Gesandten, einen Unterschied machen wollen und sagen, wir glauben an die einen und verleugnen die anderen und einen Weg dazwischen einschlagen wollen, das sind die wahren Ungläubigen. Und für die Ungläubigen haben wir eine schmachvolle Strafe bereitet. Diejenigen aber, die an Allah und seine Gesandten glauben und keinen Unterschied zwischen jemanden von ihnen machen, denen wird er ihren Lohn geben. Allah ist allvergebend und allbarmherzig. Ja, also Allah schickte Gesandte aus den Reihen der Menschen und nicht der Engel. Damit die Menschen ihrem Vorbild realistisch folgen können und nicht sagen, ja, sie sind doch Engel und wir sind Menschen, wir können nicht so sein wie die Engel. So ist realistisch dann. Die Gesandten und Propheten Allahs besitzen die besten Charaktereigenschaften und deshalb unsere Vorbilder. Auch die rechtschaffenen Ulama sind natürlich unsere Vorbilder. Wir lernen auch von ihnen und wir lernen von guten Lehrern. Aber weder Gesandte noch Gelehrte geben wir irgendwelche Eigenschaften, die nur Allah gebühren. Manchmal ist wichtig auch zu erwähnen, was andere, die Defizite in der Aqida, in der Glaubenslehre haben. Also dazu sagen zum Beispiel die Sufisten, die ähnlich denken wie die Schia, die Rafida. Also die Sufisten behaupten, der Prophet Muhammad s.a.w. aus Licht geschaffen sei. Und sein Licht sei die Grundlage der Existenz und viele andere komische Dinge behaupten sie über Propheten und Rechtschaffene, was der menschliche Verstand eigentlich nicht akzeptieren kann. Und so langweilig, wallahi, so langweilig sind, dass man seinen Schlaf, sein Nickerchen dabei machen kann. Es kommt auch vor, dass einige gebildete Leute leider diese Ideologien folgen, ohne zu hinterfragen, ohne dass sie nach einem Beweis suchen. Sie behaupten also, dass alles, was in diesem Universum ist,
an Erde, Himmel und so weiter aus dem Licht des Propheten geschaffen sei. Und sie haben bestimmte Salawat, also die Segenswünsche, die von Anfang bis Ende richtig batel und irre sind. Sie gehen aber noch weiter. Passt auf, jetzt wird richtig lustig. Sie behaupten sogar, dass das ganze Universum wegen dem Propheten Muhammad s.a.w. geschaffen sei. Dass das ganze Wissen ein Teil seines Wissens sei. Und das Wissen im Lauh al-Mahfuz und das Wissen des Stiftes ein Teil des Wissens des Propheten sei. Und sie machen weiter so mit ihren Übertreibungen, so mit ihren Dummheiten, bis sie sagen, dass diesseits und jenseits auch aus der Existenz des Propheten sei. Das alles ist Batel und Irreleitung, aber Ahle Sunna wal Jama'a, die Koran und Sunna klar folgen, sagen, dass diesseits und jenseits und alles, was darin ist, ein Besitz Allahs ist. Und der Prophet ist auch ein Geschöpf Allahs und ist Besitz Allahs. Er ist Diener Allahs und dient Allah alleine, wie alle anderen Propheten und Gesandten es auch gemacht haben. Adam, Noah, Abraham, Moses, Jesus, Muhammad. Wie Allah es sagt, وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى. Und uns gehört wahrlich das Jenseits und das Diesseits. لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, sagt Allah subhanahu wa ta'ala. Allah gehört alles, was in den Himmeln und was auf der Erde ist. So, das Wissen, das in dem Lauh al-Mahfuz, der wohlbehüteten Tafel, und das Wissen des Al-Qalam ist nicht ein Teil des Wissens des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Richtig ist, dass das Wissen des Propheten, die Allah ihm gegeben hat, das ist nur ein winziger Bruchteil des Wissens Allahs. Erhaben sei er, subhanahu wa ta'ala. Wie Allah in Suratul Kahf sagt, قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Sag, gewiss, ich bin ja nur ein menschliches Wesen. Gleich euch, mir wird als Offenbarung eingegeben, dass euer Gott ein einziger Gott ist. Wer nun auf die Begegnung mit seinem Herrn hofft, der soll rechtschaffen handeln und beim Dienst, bei Ibadah an seinem Herrn, an Allah, also ihm niemanden beigesellen. Und noch zu den irregeleiteten Phänomenen leider der Sufisten gehört, dass sie ihre Dua, ihre Bittgebete an den Propheten richten, auch sogar ihre Taube, ihre Reue und also um Rettung bitten. Das Gleiche richten sie leider auch sogar an ihre Scheichs bzw. ihre Gräber, die sich selber nicht helfen können. Sie nehmen Beweise für ihre Taten, entweder schwache Hadithe oder authentische Hadithe, die sie aber umgekehrt verstanden haben oder einfach umdrehen. Also zum Beispiel der Hadith, dass Abbas darum gebeten wurde, Dua zu machen. Also der Grab des Propheten war ein paar Meter weit weg. Man ist nicht zu dem Grab des Propheten gegangen, um dort Bittgebete zu machen, sondern man hat einem lebendigen Menschen darum gebeten, er soll Dua machen und nicht einem Toten, auch wenn derjenige der Prophet s.a.w. ist. Also die Sufisten und Schia, die machen wirklich solche dicke Fehler. Wenn ich darüber jetzt reden würde, würde ich einen ganzen Tag, und die haben auch keine authentischen Basis, das ist denen ja auch egal. Daher rate ich jeden, ohne Dalil, sahih, sarih, ohne Beweis, an nichts zu glauben und stets um Wissen zu streben. فَمَنْ أَرَادَ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِهُ فِي الدِّينِ. Wem Allah das Gute will, lässt ihm sich das Wissen in Dien aneignen. جزاكم الله خيرا für das Zuhören. Und das nächste Mal erläutern wir inshallah die fünfte Säule des Imans. Lasst euch überraschen, die fünfte Säule des Imans ist sehr schön wichtig. Und wir müssen uns darauf vorbereiten, bevor wir sterben, bevor es zu spät ist. Ratet mal, welche Säule ich damit meine. Bis zum Erläutern der nächsten Säule des Imans, der fünften Säule des Imans, verabschiede ich mich von euch. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.